Ja, willkommen zur deutschen Übersetzung von High Assurance Crypto Software, also Hochsicherheits Crypto Software von Danergy Bernstein und Tanja Lange am 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Alle Talks am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und manche in eine weitere Sprache übersetzt, heute eigentlich Russisch. Vielen Dank dafür schon mal. Eure Übersetzer für diesen Talk sind Lucaro und André. Und jetzt legen wir los. Ja, warum machen wir uns überhaupt Gedanken über die Softwarequalität? Es gibt ein paar aktuelle Nachrichten über gehackte Kryptographie so stark, dass sogar private, also Private Keys veröffentlicht wurden können. Und es geht auch mal wieder darum, dass das Timing sehr wichtig ist. Also hier sind ein paar Timing-Angriffe, die zum Beispiel auch elliptische Kurven total zerstört haben. Und ja, Timing-Attacks sind nichts Neues. Früher, als man noch in einen Server eingeloggt hat und der das Passwort abgefragt hat, hat er es vielleicht Zeichen für Zeichen verglichen. Und dann schaut er, wenn das erste Zeichen, was ist wohl das erste Zeichen, AAA, BBB, CCC, dann könnte man natürlich herausfinden, was das erste Zeichen ist, weil natürlich erstmal wird davon keins funktionieren, aber man kann feststellen, dass die Zeit, die es dauert, bis der Server sagt, das Passwort ist falsch, und dann stellt man fest, dass CCC ein bisschen länger braucht, um fehlzuschlagen als die anderen beiden. Dann fängt man an und macht weiter und probiert CAA, CBB, CCC und so weiter. Natürlich wird es immer fehlschlagen und immer in einer ähnlichen Zeit fehlschlagen, bis auf vielleicht COO. Und dann probiert man das dritte Zeichen durch, so lange, bis man vielleicht irgendwann reinkommt. Und dann ist es. Das war 1974 Attacke auf das 10x-System. Ziemlich lange, bevor die meisten von uns hier geboren wurden. Und so konnte man sich einloggen und der hat diese charakterweise Vergleiche gemacht. Und die Zeit, die braucht, um Kryptographie zu brechen, ist ziemlich bekannt. Aber. Ja, natürlich wird es jetzt ziemlich komplizierter, wenn man jetzt nicht nur charakterweise vergleicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier Diffie-Hellman-Algorithmus als Kryptosystem mit RSA implementiert, dann muss man natürlich hier diese Exponentiale berechnen. Und dann geht man zu seiner Krypto-Einführung zurück und also wir sollen natürlich jetzt nicht die Multiplikation berechnen, sondern es gibt natürlich einen Quadratisierungs- und Multiplikationsalgorithmus, der sich die Bits anschaut, des Exponenten, also ich möchte mir CD in Bits anschauen und ich möchte mir auch die Länge in Bits anschauen und dann fange ich an, das zu initialisieren, die Nachricht initialisieren und dann für jeden Schritt macht man eine Quadratisierung und wenn das Bit gesetzt ist, dann macht man eine Multiplikation und das läuft vielleicht vom ersten Bit bis zum letzten Bit oder so. Und das ist in Python, also ne, die Reichweite ist, also die obere Grenze ist nicht eingezogen, also deshalb minus 1. Aber da gibt es natürlich auch Probleme, wenn man jetzt ein Angreifer ist und wenn man weiß, dass der Benutzer diesen Algorithmus verwendet, dann kann man feststellen, dass diese Laufzeit gibt einem ein paar Informationen über D, und zwar nämlich die Länge von D in Bits. Die Länge war so definiert, wie viele Bits hat D. Und für manche Ds ist das ziemlich kurz. D ist ziemlich viel kürzer als N, sogar viel kürzer als Phi von N. Also es wäre, man könnte deshalb herausfinden, dass es kürzer ist, weil einfach die Laufzeit nicht so lang ist. Außerdem gibt es hier eine Verzweigung. Und wenn dieses Bit 1 ist, oder halt, wenn es nicht, dann werde ich einfach weitermachen. Also je nachdem, wie genau mein Zugriff ist, könnte ich sogar nachschauen, ob man diese Multiplikation macht. Und im schlimmsten Fall könnte man sogar dieses Schema von 0 und 1 auslesen, nur daran, ob man halt diese Verzweigung eingeht oder nicht. Natürlich, normalerweise sieht der Angreifer immer nur die Gesamtzeit, aber das ist jetzt hier von einem aktuellen Paper aus TPM Fail und sie haben herausgefunden oder sie haben geschaut, wie lange es dauert, bestimmte Operationen durchzuführen und man kann sehen, dass die Großteil der Berechnung, also für die meisten Exponenten wird es ungefähr so lang dauern, aber wenn man eine gewisse Anzahl an vorausgehenden Nullen hat, dann ist es wohl deutlich schneller.
Und es gibt ein bisschen Varianz. Es könnte natürlich schneller sein, weil das D ziemlich leer ist. Also eine 1 und dann viele Nullen, dann vielleicht noch eine 1. Das wäre genauso, genauso schnell wie etwas, was weniger Bits lang ist, aber dafür dichter. Aber sie wissen jetzt, deshalb wissen jetzt nicht, ob es kurz war und deshalb schnell oder ob es halt ziemlich leer war und deshalb schnell. Aber wenn es viel schneller ist, dann ist es wahrscheinlich beides. Also die vorangehenden Bits fehlen, also da gibt es keine Multiplikation. Also wenn man sehr schnell ist, dann hat man eine gute Vermutung, dass dieses Ding tatsächlich null war. Starke Abhängigkeit von der Länge und von der Zeit. Eine richtige Implementierung würde dies nicht tun. Für uns ist aber Zeit sehr, sehr kostbar, also versuchen wir möglichst schnell zu sein. Wir nehmen wir eine 0x36c3, also 14.019, das schreiben wir jetzt binär hin und dann multiplizieren wir das. Vom Top-Bit herunter, auf den RSA-Loop runter. Aber du willst dir ein paar Multiplikationen ersparen, dann greifst du dir 2 Bit auf einmal. Du computest zuerst einmal C2, C4. Um das Ganze zu komplizieren, du kannst nicht zweimal quadrieren auf einmal. Das erste schenkst du dir, sind nur Nullen. Da fängst du mit C3 an beim zweiten. Das ist ganz einfach. Jetzt gehen wir wieder 2 Bit weiter. Da kommt da unten kommt die Viererpotenz, da unten Position 1 und 2. Da gibt es C wieder hoch 4 mit C². Es ist immer das Gleiche, es ist so wie beim vorherigen Loop, nur halt zweimal. Also wir sehen, wenn dann das nächste Bit schon gesetzt ist, dann können wir multiplizieren auf C², C hoch 3, C hoch 4. Und das reduziert eindeutig die Multiplikationszeiten. Also die 14.019 geht mit same number of squarings 4 Multiplikationen statt 7, also fast halb so lang. Das nennen wir, diesen Abstand nennen wir ein Fenster. Wenn man sich die Spuren davon anschaut, dann kriegst du viel weiter auseinander zu den Boxen, wo also 12 ist, unten links ist. Die Windows gehen viel schneller auseinander. Wenn du 4 Bits und du musst 15 Cases haben, musst du 16 Multiplikationen haben, das dauert ein bisschen länger. Aber du sparst dir Zeit. Also die Länge, weißt du noch nicht, ob die Bits gesetzt wurden und wie sie gesetzt wurden. Was tun die paar Bits? Also du willst das nicht leaken, deinen RSA-Key und dein TH, da was, das geht schon. Mit einigen Wissen, du musst wirklich gut sein oder du musst irgendwas gröber kaputt machen oder... Wenn du mit RSA, mit CAD-Decryption hast, dann gibt es ein paar Kombinationstricks, die man machen kann. Da haben wir schon vor ein paar Jahren gelernt, wie man das kombinieren kann. Wenn du ein paar Bits weißt von D und D-Model P, D-Model Q, dann kombinierst du sie, dann kann man schnell mehr lernen. Wo es wirklich daneben geht, wenn du Signatures nimmst von DSA oder ECDSA, die sind extrem fragil, diese Systeme, oder? Also wenn du dir anschaust, die Multiplikationen, die du nur ein einziges Mal brauchst, eine Single Generation einmal, du nimmst sie, tust deine Exploitation und dann tust du was anderes mit der Nummer. Diese einmal Exponents, wenn sie in irgendeine Richtung biased ist, wenn du zum Beispiel, wenn du weißt, dass die ersten 4 Bits immer 0 ist,
dann kriegst du relativ einfach den Secret Key. Da gibt es diese zwei Papers, ein TPM-Fail in diesem November, beim Magimi, Suna, Eisenbart und Henninger. Die haben gezeigt, also auf eine TPM-Implementierung, dass das funktioniert. Du TPM machst die Komputation in deinem eigenen Rechner, dann konnten sie die Keys fern aus der Ferne, also remotely, ausrechnen. Da gibt es ein zweites, den Minerva-Attack, gibt es schon auf der Webpage, Jan Janscha, Peter Svender und Vladimir Sedlacek. Da haben sie das aus zertifizierten Smartcards gemacht. Es ist ein wirklich übler Attack, weil es mit einer ganz kleinen Bias in der Nonces, den One-Time-Scalers, wurde entweder nicht getestet bei der Zertifizierung oder waren sich nicht bewusst, dass das einen solchen Effekt hat. Ja, wenn man jetzt sich die gesamte Zeit anschaut, damit wurden schon ziemlich viele Bibliotheken und Smartcards und TP, also Trusted-Plattform-Module, betroffen. Und wenn man, das Gleiche passiert auch, wenn man parallele Attacken oder Cache-Zeit-Attacken macht, dann kann man eben auch herausfinden, wenn man sich den Lookup von den Werten anschaut, dann kann man sich auch anschauen, wo dieser Wert tatsächlich war und kann man schauen, ob der Prozessor den Wert abfragt, ob der im Cache ist oder ob der Prozess anfragt, der nicht im Cache ist. Und dann kann man auch herausfinden, was über den Exponenten herausfinden und das auch zurückrechnen. Das sollte hier ein konstruktiver Talk sein. Also es ist 80% konstruktiv, also lass uns mal darüber sprechen, wie wir das jetzt hier fixen. Für alle unsere Krypto-Implementierungen haben wir eine obere Grenze. Es ist eine RSA-Entschlüsselung, also unsere RSA-Keys. Also wir sind 4096 Schlüssel, Bit-Schlüssel zum Beispiel. Also wir haben eine obere Grenze, wie lang das D sein wird. Also warum benutzen wir nicht einfach das? Wir machen diese Laufzeit von der Schleife unabhängig von der Länge. Also je nachdem, wie viele Bits wir in N haben, nicht wie viele Bits wir in D haben. Wir initialisieren unsere Nachricht mit dem Ciphertext und dann haben wir das immer quadriert und multipliziert. Aber wir machen das jetzt anders. Wir starten jetzt mit 1 und dann, wenn man mit 1 anfängt, dann quadrieren wir einfach so lange 1, bis wir tatsächlich bei den Bits ankommen, die unserem D ist. Also wir padden unser D auf die gesamte Länge und dann fangen wir auch an mit M gleich 1, sodass wir unsere tatsächlichen Werte nicht verändern. Und dann fangen wir mit dem normalen Prozess an, quadrieren und multiplizieren, abgesehen davon, dass wir diese If-Abfrage jetzt hier nicht mehr drin haben. Also Cache-Timing-Attacks könnten jetzt hier auch was herausfinden über die Bits oder tatsächlich sogar auch, welche Bits das sind, je nachdem, wie die Multiplikation aussieht. Und was wir dann machen ist, wir verzichten auf ein bisschen Performance, wir machen jetzt eine Multiplikation für jedes Bit, nicht nur wenn das Bit 0 ist, also wenn das Bit 0 ist. Und dann machen wir eine Auswahl, welchen wir benutzen. Also den wir gerade benutzt haben, also das H, oder das, was ohne Multiplikation ist, also das M. Und wir wollen da jetzt keine If-Abfrage. Weil, ein Angreifer könnte jetzt sich diese Verzweigung anschauen und herausfinden, ob wir in die alte Abzweigung reingehen oder nicht. Also, wenn das Bit 0 ist, dann habe ich hier 1 minus 0 mal M, also dann kommt da M raus. Oder wenn das Bit 0 ist, dann nimmt man 0 mal H, also bekommt das H raus. Also für das 0-Bit berechnen wir M, aber für das 1-Bit benutzen wir H. Und wenn ich jetzt hier 1 minus 1 habe, dann ist es 0 mal M, also 0 mal M plus 1 mal H, dann kommt da natürlich H raus. Ja, das hat natürlich ein bisschen Nachteil, also es ist ein bisschen langsamer, es ist genauso langsam wie der Worst Case, sowohl in der Länge der Schleife, als auch, weil wir halt eine Quadrierung und eine Multiplikation in jedem Bit machen, was sonst höchstens im Worst Case der Fall gewesen wäre. Und ich habe auch was über elliptische Kurven und Diffie-Hellman und sowas gemacht. Dann kann man das Gleiche machen. Wir können mit 1 initialisieren und dann einfach mit dem Generator multiplizieren. Wenn wir das Gleiche mit elliptischen Kurven machen, dann werden die Dinge ein bisschen komplizierter.
Ja, wenn du jetzt vor 5 Jahren hier warst, dann habe ich einen Vortrag gehalten über elliptische Kurven und damals ein bisschen über die Weierstrass-Kurven aufgeregt. Diese Weierstrass-Kurven sind deshalb doof zu implementieren, weil man muss über diesen Extrapunkt sprechen. Also wer hat so eine nette Kurve, aber es gibt einen zusätzlichen Punkt, nämlich diesen Unendlichkeitspunkt. Und dieser Unendlichkeitspunkt macht viele unserer Arithmetik kaputt. Also da haben wir keine schönen Formeln für, wo man sagen kann, das ist unser neutrales Element. Und wenn man da anfängt, kann man das einfach verdoppeln, bis irgendwas Tatsächliches kommt. Also die meisten Formeln haben genau diesen Punkt als Ausnahme, sodass man da nicht initialisieren kann. Es gibt zwar Umwege darum herum, aber der Standardweg ist nicht so einfach. Wenn man jetzt sich hier Edwards-Kurven anguckt, dann ist das neutrale Element einfach. Man hat diesen Punkt oben auf 12 Uhr, man kann einfach den nehmen, also für Edwards-Kurven ist alles sehr leicht. Und auch bei Montgomery-Kurven sind zum Beispiel diese berühmte Kurve, die man auch im Browser oder im Telefon benutzt, die benutzt Peter Montgomery-Formeln. Und ja, da kann man sogar was einsparen. Also man kann eine Addition und eine Verdoppelung für das Bit machen, genauso wie bei der Quadrierung. Ja. Also, genau, das ist einfach nur, damit wir unsere Mathematiker in Lebenszeiteinstellung haben, damit uns keiner ersetzen kann. Also, es ist alles dasselbe, es ist Addition und Verdoppelung, nicht mein Punkt. Aber man bekommt diese Kombination aus Addition und Duplikation für weniger Kosten, als es sonst kosten würde. Also, es ist gar nicht mal so schlimm wie bei RSA oder Diffie-Hellman. Ja, also genau, also der Grund, warum diese 2519-Kurve verwendet wird, ist halt einfach, weil sie so effizient ist und am schnellsten zu implementieren und es ist halt auch einfacher umzusetzen. Wir bräuchten eine zusätzliche Motivation für konstante Zeit, wenn man herausgefunden hat, was wie lange dauert, gewisse Dinge sollten nicht passieren. Also wenn du weißt, dass deine Arithmetik eine Zeit X braucht, dann wirst du es nicht in einen Infinite Loops legen, so wie das, wie man auf einem Windows-Server in ein DOS fährt. Diese Timing-Attacks sind offen im OpenSSL. Ist da offen? Gibt es ein paar andere Crypto-Libraries? Ja, die haben auch einen empfindlichen Timecode. Aber Leute sagen, sie versuchen es in einer bestimmten, immer der gleichen Zeit zu tun, damit man keine Zeitunterschiede heraussieht. Zum Beispiel RC4. Das ist schlechte Krypto. Ja, das ist schlechte Krypto. Aber es wurde eingeführt mit der Behauptung, es ist eine Great Crypto. Ursprünglich war es Propriety und dann was leaked und dann jeder hatte das. Ah, das ist stark und das ist cool, das ist konstante Zeit und wie checkt man diese Dinge? Also die Encryption-Stränge war das ein anderes Thema. Also verwendet kein RC4. Dieses Beispiel ist auf RC4. Ist ein bisschen weird, bitte. Schauen wir mal, was der Code tut. Und dann schauen wir, was Valgrind gemacht wird. Das ist der Start zu RC4 verwenden. Da ist ein kleiner Platz, 32 Bit. Ja, 32 Länge ist eine ganz in Ordnung. Dann allokiert, dann wählst du den zu. Dann den, am Ende gibt er ihn zwar frei, aber initialisiert ihn nie wirklich. Okay, work in progress. Und dann expandiert er ihn, dann macht er diesen Expansion Process, diese RC4-Key-Struktur. Und da sollte ein bisschen Encryption dahinter passieren. Ist aber auch noch nicht da. Aber das kann man immer noch kompilieren und der Compiler mit normalen Options wird dann nicht drauf kommen, dass der RC4-Key, solange nicht das System crasht, wird er das
kommentarlos kompilieren und dann kann man das unter Velvet laufen lassen, unter Valgrind, Verzeihung. Da kann man checken für Memory Problems. Also, arbeitet Zeug auf Binaries. Also das funktioniert auf einer binären Position, musst keine Validation Process nehmen. Du nimmst den Code, den du hast, und du musst ihn nicht rekompilieren oder gar nichts. Du nimmst ihn einfach und nimmst ihn in deinen Code hinein und er wird funktionieren. Er wird ihn allokieren, expanden, interpretieren, während die Maschinen in Befehle durchgehen. Und welcher Memory ist jetzt, darf ich jetzt nehmen und welche nicht? Wo sitzt Valgrind drauf? Du sollst nicht davor, nicht danach. Valgrind versucht irgendwie Track zu halten von dem, wo deine Pointer hinzeigen. Und es wird dir vielleicht oder hoffentlich sagen, was man nicht tun soll. Und nehmen wir an, du hast einen nicht initialisierten Datenset und du verwendest ihn als Pointer. Oder du hast eine Branch, also ein If and Else, oder eine Branch Condition, oder dann wird Valgrind einen Fehler auswerfen. Und das wird in diesem Code, dieser Array hier, der ist nicht initialisiert, Valgrind wird das tracken, alle diese nicht initialisierte Data, innerhalb des RC4-Key, und dann wird er das als Error-Code zurückbekommen. Und er wird sagen, Use of Verwendung nicht initialisierter Werte, das heißt, ihr habt irgendwelche Array-Berechnungen gemacht. Also es macht, würde Sinn machen, wenn Valgrind sagt, da will ich nicht drüber fahren. Meint er das ernst oder so? Oder wenn I nicht initialisiert ist? Aber er sagt einfach nur, das ist ein Fehler und das solltest du nicht machen. Also noch einmal, wenn du einen anderen Fehler machst, dann wird er wieder dasselbe sagen, weil I nicht initialisiert ist. Aber hey, das ist genau das, was wir wollen, um diesen RC4-Key, ist das Constant Time Code. Es wird irgendeine dieser Informationen in dieser Key, wird irgendwie abgeleitet aus dem Key für eine Branch oder wird irgendwas eingesetzt, aus dem man, wo man einen Cache-Timing-Adapt ableiten könnte? Nein, du fixierst das, du wirfst du RC4 weg oder fixierst deine Software. Und wenn Valgrind sagt, ist in Ordnung. Ja, also doch ein fröhlicher Talk. Wir haben jetzt hier die fröhliche Situation, dass wir doch konstante Zeit haben für die Exponentierung und für die skalare Multiplikation unter ein paar Bedingungen. Und zwar das eine ist die Arithmetik, also man muss irgendwie die Berechnung am Ende implementieren und man muss diese Integer-Algorithmus in konstanter Zeit implementieren. Ja, Valgrind wird jede Instruktionen einzeln befolgen. Es gibt noch eine andere Bedingung, und zwar, dass der Prozessor sagt dir, okay, ich mache jetzt hier diese Multiplikation, ich mache jetzt hier die Division, ich mache eine Addition. Wenn man jetzt irgendwas hat, wo der Prozessor sagt, ich mache das in einem Arbeitsschritt, dann ist das okay. Also man schaut sich das die Bedienungsanleitung an, den Referenzcode oder auch das Referenzhandbuch und schaut sich an, wie lange dauert es für eine Multiplikation, für eine Addition. Das kann man sich anschauen, wenn man darauf Zugriff hat. Aber was ist mit anderen Prozessen? Also ich hatte einen ARM-Studenten, der sich diesen Cortex-M3 anschauen musste. Der ist ein Low-End-ARM-Prozessor und der hat auch eine nette Implementierung von elliptischen Kurven. Und wenn man jetzt eine Multiplikation hat, wenn man zwei 32-Bit-Eingaben hat und eine 64-Bit-Ausgabe, dann schaut man sich diese Anzahl an Zyklen. Dann sieht man 3 bis 7 Cycles, also Zyklen und Fußnote C. Fußnote C sagt, dass das könnte natürlich früher terminieren, abhängig von der Größenvariante. Also die im schlimmsten Falle halt bis zu 7 Zyklen. Und
Also, und natürlich ein Student, der natürlich Zeit hat, also kann man jetzt den Studenten nicht alles testen lassen, also hat er diese Flowchart entwickelt. Ja, der Cortex-M3 gibt einem Werte zwischen 3 bis 7 Zyklen, gibt einem jede Nummer zwischen 3 bis 7 Zyklen und außer 4, je nachdem welche Abzeugung man nimmt und je nachdem, ob irgendein Argument 0 oder 1 ist oder so. Ja, in dieser Situation hilft einem Volgrin nicht. Das ist halt abhängig vom Prozessor. Ja, das passiert, wenn wir überlegen, uns einen konstruktiven Talk zu machen. 80% positiv, yay. Und dann sprechen wir darüber und stellen fest, na, ist irgendwie doch alles kaputt und es ist irgendwie traurig. Es ist sogar noch schlimmer. Es ist nicht nur, dass die Tools nicht das tun, was wir tun wollen, sondern also es geht nicht nur darum, dass es hier nicht in konstanter Zeit ist, sondern der Code ist sogar korrekt. Wir haben jetzt die Hälfte des Vortrags verwendet, um irgendwelche Timing-Attacks zu sprechen und die kommen immer wieder in den Nachrichten vor und viel, viel mehr tauchen erst gar nicht in den Nachrichten auf. Aber dann gibt es noch mehr CVEs, die nicht nur Timing-Angriffe sind, sondern wo es auch, ja gut, lass uns mal darüber sprechen. Also CryptoMemConf, das ist eine Funktion innerhalb von OpenSSL, die gesagt, es wäre ziemlich peinlich, wenn OpenSSL diese 1 Byte pro Schritt Passwortüberprüfung innerhalb des Codes. Also CryptoMemConf war schon immer bei OpenSSL und der macht angeblich genau das, nämlich konstante Zeitvergleiche von 2 Strings. Aber nicht alles in OpenSSL macht, also ist in konstanter Zeit, aber das ist in konstanter Zeit. Und die Implementierung hat einen Fehler, und zwar kombiniert, vergleicht immer nur den letzten Bit von jedem Byte, also den, ja, genau. Die wissen, was PA-Risk-Prozessor sind, und es ist eine super Idee für OpenSSL, dass da Assembly-Code ist, um Byte-Arrays zu vergleichen auf einem PA-Risk-Prozessor. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal einen PA-Risk-Prozessor benutzt hat, okay. Zumindest 10 Hände sind oben. Also ich bin beeindruckt. Das ist jetzt nicht der berühmteste Prozessor, aber er existiert und man kann Assembly-Code dafür programmieren und vielleicht kann man sogar ein paar Maschinen finden, wo man diesen Code ausführen kann. Und das ist jetzt nicht krass, aber dass OpenSSL Assembly-Code verwendet, weil natürlich Compiler machen auch Dinge häufig kaputt, aber auf der anderen Seite zeigt diese besondere Implementierung, dass auch Menschen Fehler machen. Also was zeigt dieser Fehler? Das ermöglicht es einem Angreifer, Nachrichten zu erfinden, die als korrekt angenommen werden in weniger Zyklen als garantiert bei den Sicherheitsangaben in dem System. Also wenn wir jetzt einen 128-Bit-Authenticator haben am Ende der Nachricht und dann kommt dieser CryptoMemConf, um halt eben das zu überprüfen, und dann wird dieser Authenticator überprüft und wird dann verglichen mit CryptoMemConf mit dem, was vom Netzwerk reinkommt. Und wenn jetzt jemand die Nachricht gefälscht hat, dann sollte man nicht möglich sein, das zurückzurechnen. Und dann kann man jetzt dieses CryptoMemConf auf deinem PSA-Risk-Server ausprobieren. Und dann kann man sich diesen Authenticator verglichen mit dem korrekten Authenticator und es wird immer nur das letzte Bit in jedem von den 16 Bytes verglichen. Und es vergleicht nur 16 Bits, das anstatt mit einer 228 Möglichkeit, das zu hacken, hat er 2 hoch 16 Chance. Also muss man nur 2 hoch 16 Versuche machen, anstatt 228. Ja, 2 hoch 16 ist natürlich viel weniger Sicherheit als 228. Also, es ist, also als klassische britische Unterformulierung formuliert. Es ist natürlich jetzt nicht, dass PA-Risk von allen benutzt wird, aber Intel wird von allen benutzt und PA-Risk war ganz in Ordnung, da lief die Sun, da lief der Spark drauf. Aber ich glaube nicht, dass das Leute machen das Instruction Set. Aber Intel hat einen neuen Instruction Set, der wirklich populär ist, implementiert in seinen Prozessoren. Wenn bei Verwenden von AVX2, das ist die 256, da gibt es eine Implementierung von 1024-Bit-Moduli
in OpenSSL und der Code aus Juli 2013 wurde 2017 als Overflow-Bug. Was sind die Folgen dieser Overflow-Bug? Security Level sinkt. Die Attacken gegen DH1024 werden gerade noch als möglich angesehen. Wie viel Zeit? Was heißt das? Heißt das ein Tag an deinem Laptop oder brauchst du ein Jahr auf dem Cluster? Ich will wissen, wie lange das ist. Das ist keine Antwort. Da auch im Advisory ist es nicht wirklich ausdefiniert. Das sagt, man sollte DH1024 nicht verwenden, aber die Analyse schlägt vor, dass könnten die Attacken gegen diese könnten sehr schwierig sein, sagt das Advisory, und werden nicht als möglich angesehen. What the fuck heißt das? Was ist da passiert? Da gibt es ein Original Crypti und da gibt es diesen Bug, der macht daraus ein anderes Kryptosystem. Und nicht falsch, aber einfach ein anderes. Und dieses Kryptosystem ist einfach neuer als das andere. Also ist es jetzt sicher und wird es sicher sein oder nicht? Hat sich irgendeiner das wirklich angeschaut? Wenn wir ein neues Kryptosystem haben, wollen wir das ja zerreißen und in jede Menge Review legen. Und es ist wirklich wichtig, dass das alles durchgecheckt ist. Ja, wenn viele Menschen verwenden 1024 und du sagst, das solltest nicht und die sollten Crypto-Curves verwenden, aber da draußen verwenden halt eben viele 1024. Und da gibt es also einen Haufen Papers, die das analysieren. Was heißt das jetzt? Das heißt eigentlich, wir haben uns das angeschaut und wir verwenden das. Und ach, glaubt uns einfach. Wenn ihr es nicht kaputt machen könnt, das ist dann schon in Ordnung. Vor ein paar Wochen, OpenSSL hat schon wieder ein Advisory herausgebracht für CV 2019-15-51. Am 6. Dezember, wir haben schon gewusst, dass das kommen wird und wir werden uns amüsieren darüber und wir haben einen Talk darüber. Aber wir wissen noch immer nicht, was diese Konsequenzen dieser Bugs sind. Das ist ein Beispiel. Das ist diesen CVE 2017-3738 Patch. The patch adds some lines saying correct. That's clear enough. Next slide. Wie bitte, wo? Es ist schade, er ist gestimmt. Okay. Hunderte Kryptographer, die Gefahr der Quantum Computer bekämpft und wir sind schon dabei, die neuen Systeme zu implementieren. Und nein. Falcon ist einer der neuen Systeme, die da rumschwirren. Das ist Post-Quantum. Da gab es ein Announcement im September bei dem Autor selber. Naja, es gibt ein paar Bugs und die Konsequenzen sind, und die Signature leaked information on the private key. Und alle die jüngsten Falcon-Implementierungen hatten alle denselben Bug. Hatten alle denselben Testvektor und man konnte sie alle checken und sie waren bescheuerte Quantification Computation mit Security Level reduziert. Wie finden wir das raus? Das hat auch bewiesen, dass die Methode, in der wir herausfinden, wie die Kryptologie evaluiert wird, nicht immer stimmt. Ja, lass uns jetzt mal über elliptische Kurven nachdenken. Wenn man jetzt diesen besonderen Punkt hat, der besonders behandelt werden muss, dann muss man immer fragen, kann man den überhaupt addieren, kann man das repräsentieren in unserer Software? Das macht natürlich die Software viel komplexer. Und etwas, was wir in dieser Fortnite-Implementierung gesehen haben, es war ein neues System, und es hat eine ganze Weile lang gar keinen Einsatz gefunden.
Was aber schon ziemlich lange im Einsatz ist, also RSA oder da, also das sieht man immer noch. Und Dinge werden immer noch schlimmer, wenn man auch sogar also Gegenmaßnahmen gegen Side-Channel-Attacks hat, dann das führt natürlich auch mal mehr Komplexität ein. Also das zum Beispiel, was wir gerade gemacht haben mit der Arithmetik. Vorher hat es gesagt, tu das, wenn das Bit 1 ist, wenn das Bit 0 ist, tu es nicht ist. Und mit dem Code, mit der arithmetischen Ausdruck wird es natürlich nochmal komplizierter. Also ja, Side-Channel-Gegenmaßnahmen führen natürlich auch nochmal Komplexität hinzu. Dann gibt es diesen Vergleichsbug im PI-RISC-Prozessor. Das war natürlich auch, weil Leute versucht haben, dass der Vergleich keine Timing-Möglichkeiten herausgibt. Und es gibt einen Haufen Systeme wie Falcon, die haben wurden überhaupt noch gar nicht untersucht. Also wir haben noch gar nicht die ganzen Fallen, die da die Komplexität erhöhen, auf die wir aufpassen müssen, die kennen wir alle noch gar nicht. Also es ist ein Problem von Kryptographie. Und dann hat man immer noch diese Anforderung von Geschwindigkeit. Also es werden so große Mengen an Daten verschlüsselt und entschlüsselt. Also deshalb gibt es so hohe Ansprüche an die Geschwindigkeiten. Und wir optimieren also alles daran. Und eine Quadrierung vor jedem für den Schritt, das ist, ja, wir wollen das zusammendrücken. Wir wollen hier was einsparen, da was einsparen. Das macht es natürlich auch fehleranfällig. Und natürlich auch eine große Vergrößerung, also eine große Vielzahl an Implementationen. Es gibt Implementationen für verschiedene Implementierungen, verschiedene Architekturen und welche mit AVX2-Architektur, manche mit wenig, mit ohne AVX2-Instruktionen, welche mit PRISC-Instruktionen, also es gibt für jede Architektur Implementierung und nicht nur den Referenzcode. Und wenn man sich jetzt diesen Ketchuk anschaut, also der hat diese SHA-3, also die existiert erst für moderne Plattformen, aber es gibt jetzt schon mehr als 20 Implementierungen in der Bibliothek. Oder Google hat versucht, hat also Festplattenverschlüsselung auf Lower End, also auf günstigen Smartphones. Der hat jetzt vielleicht kein Unterstützung für diese Instruktion. Also haben sie versucht, hey, wir wollen natürlich trotzdem eine Festplattenverschlüsselung machen, aber wir haben natürlich nur einen schlechten. Also und wenn wir jetzt AES-Berechnung machen ohne Hardware-Unterstützung, wird es auch viel Batterie verbrauchen, viel zu lange dauern, viel zu langsam sein und so. Deshalb benutzt man nämlich jetzt einen anderen anderen Schlüssel, nämlich den Spec-Schlüssel oder die Spec-Verschlüsselung, einfach nur wegen der Geschwindigkeitsanforderungen. Also sind sie später nochmal umgeschwitzt auf was Besseres und dann haben sie noch eine andere Implementierung gemacht, also nochmal eine neue Codebasis, eine neue Kombinierung, die man Adiantum mit X-Chacha nennen kann. Also da ist viel Code-Review und viel an vielen Stellen, die natürlich auch Fehler einführen können. Wenn das Problem daraus besteht, dass es die Mathematik zu kompliziert wird, die dahinter steht, das würde helfen. 1 plus 1 ist 2. Das ist ein Kommentar aus dem Buch von 1910. Das ist der Beweis, dass 1 plus 1 ist 2, und die Principia Mathematica, und das braucht bis zu. Braucht fast 400 Seiten, bis es dorthin kommt. Ihr könnt das alles selber lesen. Das Problem ist, dass die Leute die Maschinensprache nehmen und es durchkomputieren und sich dann beschweren, wenn sie so komplex ist, dass mehr Bugs drinnen sind. Ja, aber es gibt Anforderungen, dass man so viel Arbeit einsetzen sollte. Solltest du deinen Code oder deine Software und einen formellen Proof nicht nur dich überzeugen und deine Freunde, weil du solltest den Computer, der deine Code überprüft, sprich der Compiler, und du solltest das so tun, dass dein Compiler sagt, ja, du hast den richtigen Code und du hast es richtig gedrückt und richtig kodiert. Und du solltest das entsprechende Input-Output-Relation für die Software haben. Checken.
diese Instrumente funktionieren. Aber die Mathematiker, die diese Beweisführungen ununterbrochen machen, mögen sie nicht. Es ist ein bisschen mühsam zu verwenden, aber es ist möglich, Kryptocode zu beweisführen. Es ist nicht es ist mühsam, aber es ist nicht unmöglich. Latest EverCrypt Release ist, es gibt verifizierte Software für Kurve 2219. Bitte selber lesen von den Slides herunter. Und da kann man, lassen sich dann, letztendlich ist das Basis für Dinge wie HTTPS und so, und das ist relativ wichtig. Support in der Band, Survivor ist auch noch auf anderen Plattformen. Und es gibt Beweise dafür. Leute haben sich tatsächlich hingesetzt und haben mit Standard-Beweismethoden die Software durchgecheckt, ob die Kalkulierung und die Kalkulationen alle richtig sind. Das ist eine halbwegs sichere Garantie dafür, dass der Code der Maximum Assurance ist. Es ist, ja, dieser Code rechnet wirklich den richtigen Output für jeden möglichen Input. Die Specs sind, der Prozessor ist korrekt, der Compiler ist korrekt. Den C-Compiler korrekt. Es gibt auch ein paar andere Dinge, die man auch noch anschauen muss. Da schauen wir uns, wie verifiziert man Compiler und so. Es ist dann doch relativ seriös, aber das einzig wirkliche Problem ist, für jede Implementierung musst du das mühsamst einzeln runterrechnen. Tonnenweise Arbeit. Stück Cryptographic Software. Beispiel ist nur die Liste dieser Funktionen, die sie. Es gibt ein paar dieser Funktionen, sind fast implementiert. Wenn du, also auf deinem Laptop ist das nicht so ein Thema, aber auf deinem Phone oder auf deiner Uhr, dann wo Leistung ein Thema ist, dann wird Speed nicht wirklich ein Thema sein. Also State of the Art ist Speed, wird nicht dabei sein, schon deshalb, weil der menschliche Aufwand, die zu üben, die zu proofen, so komplex ist, dass sich das niemand antun will. Wir könnten uns jetzt eine Stunde noch damit uns, wie cool testen ist. Okay, Frage hier. Wie viele Leute hat sich hier anwesend, haben sich hier gedacht, oh shoot, ich hätte, zeig doch mal, oh ja, oh, jeder von uns, wir hätten das länger testen sollen. Ja, und wer hatte das Gefühl, mal zu viele Tests getan zu haben? Ja, vielleicht ein paar. Ja, vielleicht 20 Leute hatten dieses Gefühl schon mal. Und wer hat sich für beides gemeldet? Welche Leute haben das Gefühl, zu viel und zu wenig gemacht zu haben? Ja, also Testing ist großartig, und wenn man herausfindet, dass Testen schwer ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass man seinen Code schlecht programmiert hat, weil sonst müsste das, also wenn die Software gut programmiert ist, sollte das Testen einfacher sein, aber es gibt mehrere, sonst muss man mehr Sachen machen, also sonst werden die Tests zu kompliziert. Wenn man Test-Driven Development macht, dann hat man testbaren Code die ganze Zeit, und das ist ein tolles Gefühl, bis auf, dass es da auch ein kleines Problem gibt, also. Aber dieser Crypto-Memcom-Bug in OpenSSL, den wir schon diskutiert haben, der nur das PR-Risk, für den PR-Risk, also der nur das letzte Bit verglichen hat. Und das gibt uns falsche Ergebnisse für 1 von 2 hoch 16 Eingaben. Also, wenn man jetzt Millionen oder Billionen von Tests gemacht hat, dann wird es das für dich herausfinden. Oder wenn man jetzt einfach nur versucht, wenn man jetzt nicht einfach nur Zufallszahlen testet, sondern das Fuzzing sagte, lass uns klug gewählte Zahlen versuchen, einfach da und da ein paar Bits flippen, um dann halt irgendwie dem richtigen Ergebnis einen Vergleich zu geben, dann findet man halt schnell heraus, dass Crypto-Memcom nicht funktioniert. Und das sind nur Wege, also das könnte man auch denken können während der Implementierung. Also
Es war sogar im Test-Framework eingebaut, bevor der Bug eingeführt wurde in OpenSSL. Also der Code wurde einfach nur nicht mit diesem Framework getestet. Also warum haben wir diesen Bug nicht gefunden? Aber es war knapp. Also man hätte den fast gefunden, wenn man das Testing besser organisiert hätte. Im Allgemeinen ist es so, wenn man einen Fehler sieht, dann sollte man zumindest rückblickend darüber nachdenken, okay, wie kann ich Tests einführen, die diesen Bug finden würden. Und normalerweise ist das eine ziemlich einfache Antwort. Man fügt das einfach zu seiner Test-Suite hinzu, und wenn man diese Test-Suite dann mit anderen Leuten teilt, dann passiert es niemandem mehr. Das ist ziemlich effizient. Abgesehen davon, dass, naja gut, der Hauptding, der beim Testen falsch läuft, ist, dass man testet natürlich nicht alle möglichen Eingaben, und so sieht man ab und zu immer wieder Millionen von Sicherheitslöckern, die der Angreifer eine bestimmte Eingabe für findet, die niemand getestet hat, weil es war kein Teil des Zufallstesten, es wurde auch nicht vom Fuzzing gefunden. Also es ist einfach nur ein Moment, wo sich der Angreifer gedacht hat, wenn ich jetzt genau das versuche mit der Kondition, dann wird genau das passieren, und dann kann ich da Vorteile draus ziehen, weil es sich irgendwie komisch verhält. Also das wird man niemals durch Testing herausfinden und auch nicht über irgendwelche Fuzzing-Algorithmen. Also wie kann man damit umgehen? Was kann man dagegen tun? Es ist nicht so einfach, und es ist etwas, was auch definitiv Krypto betrifft. Also im November 2019 hat Neff und Saka gesagt, dass der schnellste Code für eine von den elliptischen Kurven draußen, also Kurven 4548, also wenn man eine höhere Sicherheit braucht als 22519, da ist ein Fehler, der in der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 264 stattfindet. Also das ist, ja, das sind natürlich viele Tests, und man kann natürlich schlecht 264 Tests machen. Also das ist nicht, dass man machen wird mit viel Software immer wieder und wieder. Könnte ein Angreifer diese Lücke finden? Natürlich, klar. Jetzt, wo das angekündigt wird, wenn man dann wirklich im Paper sagt, hey, wenn hier ist ein Input, wenn man den zu einer bestimmten Subroutine füttert, dann führt es zu einem Fehler. Das heißt natürlich nicht, dass der Angreifer herausfindet, was er dem gesamten Prozess geben muss, aber man muss natürlich trotzdem gucken, dass man diesen Bug los wird. Also da sind verschiedene Eingaben, und der Code gibt verschiedene Ausgaben, und manche sind falsch, und das ist mit einer ziemlich geringen Wahrscheinlichkeit, und deshalb sagen sie, wir müssen jetzt einfach hier die Korrektheit prüfen, und das ist das, was Leute die ganze Zeit sagen. Also entweder muss man ein paar Tests machen, die wahrscheinlichen Fehler finden, oder man muss Beweise machen, was natürlich viel mehr Arbeit ist und auch viel, viel schmerzhafter, aber dafür werden wenigstens alle Bugs gefunden. Es gibt noch einen anderen Ansatz, der ein bisschen symbolisches Testen involviert, und zwar dabei geht es darum, man schaut sich Memory, also Speichervergleich an, jetzt nicht für PA-Risk, aber das ist nicht das, was getestet wird, sondern das, was getestet werden soll. Und das ist ein normaler Intel-Chip, und in OpenSSL, man kann sich das durchlesen, also vielleicht nicht, weil die Schriftgröße vielleicht zu klein ist, und vielleicht seid ihr auch nicht fließend Assembly, aber das ist die Berechnung, die es tut für eine bestimmte Eingabe. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unser 3-Byte Input haben, wenn man das überprüft, jede Länge, die man sich anschaut, also für jede Länge überprüft man, was macht dieser Code. Und für 3-Byte Inputs nimmt er x0, y0, x1, y1 und x2, y2 und vergleicht die untereinander. Und wie macht es diesen Vergleich in konstanter Zeit? Ja, es ist XORing x0 und x1, also x0, y1 und x1. Also es gibt hier 3 XOR-Ergebnisse, und die werden bitweise zusammengeort. Und das ist halt eben die Nummer zwischen 0 und 265. Wenn die Zahlen übereinstimmen, dann wird alles 0 sein, und dann wird auch das Ergebnis 0 sein. Ansonsten werden die XORs zwischen 0 und 256 sein. Und auch dann wird das bitweise oder auch zwischen 0 und 256 sein. Dann kann man das mit 64 Bit Integer mit 480 extra Nullen umwandeln, und dann kann man sehen, dass das einzelt, wenn es irgendwelche Unterschiede in den Eingaben sind. Und das ist natürlich ein Vorteil für einen Code-Reviewer, wo man sagen kann, das funktioniert wirklich korrekt. Also man fängt mit dem Assembly-Code an und versucht herauszufinden, was es dafür bedeutet, jeder Punkt macht, über den man was herausfinden muss. Und ja, so kann man diesen Input in einen direkt gerichteten azyklischen Graphen umwandeln kann. Und
Man kann diesen Graphen analysieren und dann anschauen, okay, gut, das funktioniert gut. Und das kann man natürlich für jeden, für jede Implementierung machen. Es gibt Tools, die das total einfach umsetzen können. Also lass mich zum Beispiel Anger vorstellen, das ist natürlich nicht das einzige Tool, aber es hat den großen Vorteil, dass es mit Binaries arbeiten kann und es wird von Valgrind ausgeführt und macht natürlich dann viel anderen cooles Zeug obendrauf. Aber dieser große rote Pfeil da oben in der vorhergehenden Folie, das heißt, dass es arithmetisch macht. Also es nimmt das, die Binary-Datei und führt die Instruktionen aus und zeigt, hey, das ist das, was hier passiert für deine Eingabe Arrays X und Y und hier ist die Ausgabe als Graph von dieser Eingabe. Und das macht den Code-Review einfacher, weil man nicht mehr darüber nachdenken muss, was mit Speicherzugriff ist oder mit Pointern oder mit den komplizierten Assembly-Instruktionen. Die Ausgabe von Angular ist viel einfacher, es gibt keine Sprünge, es ist einfach komplett ausgerollt und ausgewickelt. Und es gibt aber eine Beschränkung, und zwar Anger eben, wenn es eine Verzweigung erreicht, abhängig von irgendeiner Eingabe X oder Y, dann sagt es, oh, da sind zwei Möglichkeiten und vielleicht nimmt man diese Abzweigung, vielleicht nicht. Und wenn man jetzt ein Array-Zugriff basierend auf dieser Abzweigung macht, dann werden die das natürlich auch aufteilen und sagen, es gibt natürlich diese Wirtschaft, also Möglichkeiten, je nachdem, welchen Array-Index man sich anschaut. Und das war jetzt der erste Teil des Talks. Wir wollen das jetzt nicht machen. Wir wollen keine Sachen in variabler Zeit haben. Wir wollen einfach nur klare Berechnungen haben, klare Schleifen, basierend auf öffentlichen Daten und nicht nur auf der Sequenz, mit der man gerade arbeitet. Und deshalb lassen wir das hinter uns. Wir wollen das sowieso nicht damit beschäftigen. Wir wollen uns vor Timing-Angriffe schützen. Und dann gibt es den Vorteil, dass Anger ziemlich schnell läuft und einem den entwickelten Code zeigt. Und dann kann man manchmal eben sogar die Korrektheit von diesem Code überprüfen. Also zwar nicht überprüfisch, aber wenn man zum Beispiel dieses Crypto-Mem kommt, wird es mit 3 Inputs sagen, für 3 Byte Inputs sagen, wird es sagen, oh, das funktioniert. Also ja, ich werde einfach nur schnell, ja. Okay, wir haben jetzt noch ganz wenig Zeit. Ich zeige euch ein bisschen Code. Das ist ein Call auf Crypto-Mem-Comp. 3 oder 16 oder was auch immer, nimmt x und y, z, der Compiler wird das nicht vereinfachen. Der Crypto-Memcomp wird aufgerufen werden und dann Anger, das ist Python, das Memory. Der Code wird in Anger laufen, aber du wirst statt Zero auf X und Y haben, setz mal Variablen ein. Nehmen wir mal die X-Variable, kennt ihr irgendwas zwischen 255 dazu, X1, X2. Dann läuft das mal, dann siehst du mal. And for each one that all the magic is happening in the last lines here after Anger's run through the nachdem Anger durch den Code gegangen ist, fragst du ihn, irgendeines von diesen möglichen Bugs können die passieren? Und da gibt es eine Reihe von Automated Solvers, die das in diesem Fall relativ einfach sagen können. Und in diesem Fall wird man sagen, ja, dieser Code. Letzter Slide hier, was fehlt uns noch? Wenn du konstanten Zeitcode schreiben willst, musst du immer. Anger wird immer fein arbeiten. Anger Management, ja, das ist ein Wortspiel. Wird deinen Code immer in dieses DAG umwandeln. Und das interessierende Problem an dem Punkt ist, das SMT ist nicht schlau genug, das zu erkennen, musst du neue Tools entwickeln, die deinen Referenzcode abchecken. Geht noch einen DAG für dein fancy Vektor-implementiertes und dann wirst du sehen, machen die zwei auch die gleichen Kombinationen wie dein Original. Leute geben dieses und es gibt das ganze Spiel hier. Sorry, bin draußen. Ja, also es gibt hier um Sortiercode und
im Moment der schnellste Intel-Sortieralgorithmus für ein Integer-Array ist ein neuer Sortieralgorithmus, der in konstanter Zeit macht. Der ist dreimal schneller als in Intels Bibliothek, wo sie das versuchen zu optimieren. Und der ist verifiziert, um das richtige Ergebnis zu produzieren. Mit Tools, die sich die Graphen anschauen, die aus Anger rauskommen und die dann sagen, okay, gut, das ist korrekt hinsichtlich der Programmierung. Und wenn man sich dafür interessiert, sowas zu machen, dann sollte man sagen, okay, hier ist Crypto-Code, wo noch niemand herausgefunden hat, der ist verifiziert und das trifft auf den meisten Crypto-Code zu. Dann lass uns versuchen, ob der konstante Zeit hat, weil wenn der nicht konstante Zeit ist, können wir direkt wegwerfen, weil dann gibt es auf jeden Fall Timing Attacks. Und wenn er constant time ist, dann lass uns Angular da drauf werfen und dann den Deck anschauen und dann anschauen, macht das vielleicht, ist dieser Graph vielleicht identisch zu einem anderen Code, der was Ähnliches machen soll. Und dann kann man sich anschauen, ob man diese Graphen vielleicht vergleichen kann. Python kann man ein kleines Python-Programm schreiben, was die Graphen für einen vergleicht. Und es ist eigentlich ziemlich spaßig. Also das ist das Coole an diesem Ansatz, verglichen mit allen diesen Beweistools, mit symbolischen Testen, mit Anger, gefolgt von die Graphen zu vergleichen. Das macht ziemlich Spaß. Also es ist ein spaßiger Weg, um Kryptosoftware zu vergleichen. Jetzt ist Zeit für Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch vielen Dank schon mal für eure Aufmerksamkeit aus der Übersetzerkabine. Wenn ihr Feedback habt, macht es unter C3Lingo oder Hashtag C3T auf Twitter und Mastodon. Vielen Dank. Wir machen jetzt eine ganz schnelle Q&A. Nur Frage, keine Kommentare, Mikrofon 1. Das ist eine kurze Frage. Konstante Zeit, die einzige Möglichkeit gegen Zeitattacken? Ja, also man kann natürlich mehr als das machen. Man kann natürlich auch Randomisierung machen, aber das sollte dann wieder nicht davon abhängig sein. Also ja, man kann zwar zusätzlich was machen, aber es ist der wichtigste Weg. Und Mikrofon 2, danke für den Talk. Gibt es andere Approaches? Von ja, also Echtzeit sagt im Prinzip, wir wollen sagen, die Operation endet spätestens dann, aber das Problem ist ja, dass man das schon herausfinden kann, bevor das Ende der Operation erreicht ist, hat der Angreifer schon die geheime Daten extrahiert. Also wenn man jetzt Constant Time Code hat, dann kann es natürlich nützlich sein im Realtime-Kontext, weil es dann nochmal sicherer wird. Danke für diesen Talk. Nur eine Frage für Evercrypt. Dude, 5519 Implementation sei langsamer dann anderes Zeug, das da rumfliegt. Von meines Wissens, diese 5511 ist eine der schnellsten in meinem. An Intel, auf ARM ist es langsamer, auf Intel ist es schneller. Ist die formelle Verifizierung von Evercrypt, prüft sie auch auf Side-Channel-Attacks? Also es ist ein konstruktiver Weg, um Code zu produzieren, der konstante Zeit hat. Es prüft nicht nur Side-Channel-Attacks, sondern auch Timing-Attacks. Compiler-Bugs? Wie könnte ein Anger-Bug einen New Code verschleiern? Ja, es ist möglich. Also das Problem beim Testen ist, man hat halt seinen originalen Code, für das da ein Fehler, dann gibt es das Test-Framework, für das da auch ein Fehler und man möchte das als möglichst unabhängig voneinander betrachten. Und wenn man natürlich alles beweist, ist dann, na klar, kann man sich natürlich vorstellen, dass man muss natürlich auch beweisen, dass Anger korrekt funktioniert, aber das ist natürlich ziemlich kompliziert und ziemlich viel Python und SMT-Löser und so. Also wir sind noch ziemlich weit davon entfernt. Also klar, natürlich ist es möglich, dass Anger Bugs enthält, aber ich würde mir da jetzt nicht Gedanken machen, weil die werden ja erstmal unabhängig von den Fehlern, die man in seinen Krypto-Code macht und sie verringern immer noch das Fehlerrisiko. Frage aus dem Internet. Gibt es einen Fortschritt bei der Beweisung der Waren des wahren Zufalls? That's enough of an answer, I think. Ja, ich glaube, das reicht schon als Antwort. Mikrofon Nummer 1. Was ist der Status
mit Arithmetik im Vergleich friendly curves. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man einfach nur sich die Anwendung anschauen möchte. Also dieses TPM-Fail-Paper hat auch diese Kurven angegriffen. Also da ist ja gleich Probleme aufgetreten, ob die Implementierung war nicht constant time, obwohl sie im TPM-Code waren und hätten verifiziert werden sollen. Das ist irgendwie eine Exponentierungsberechnung, also da werden die gleichen Attacken funktionieren. In dem Moment war der beste Code nicht in konstanter Zeit. Letzte Frage, Mikrofon Nummer 1. Superscalar-Prozessoren, machen die Algorithmen, oder ist das aus einer gewissen Entfernung nicht mehr relevant? Darüber nachzudenken ist, wir haben einen isolierten Datensatz, der alle geheimen Schlüssel enthält, und es gibt nichts, was aus diesem Datensatz herauskopiert, also aus diesem sicheren Umgebung in die Metadaten, die zum Beispiel das Timing kontrolliert. Wenn man jetzt einen Superscaling-Prozessor hat, dann hat man mehrere Instruktionen pro Rechenzeit. Aber die Entscheidung, welcher Berechnung ausgeführt ist, nicht basierend auf der Daten. Und da muss man sicher sein, also dass der Prozessor unabhängig, also die Dauer für jede Instruktion ist unabhängig von den Daten innerhalb des sicheren Umgebungs. Danke für diesen Talk. Mit dem Applaus verabschiedet sich auch Herr Übersetzer.